Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer kleinen Mittwochsmotivationsrunde. Wie ihr sicherlich merken könnt, hatte ich im Vorfeld hierzu kein Intro gedreht und fand es auch im Nachhinein jetzt nicht ganz so nötig. Ihr seht ja hier, womit wir anfangen. Ich hatte euch, glaube ich, im letzten oder vorletzten Video so einen typischen Tagesablauf von uns gezeigt, wo wir dann einkaufen waren und wo ich die Wäsche gemacht habe, aufgeräumt habe und so weiter. Einige von euch fanden das ganz gut, mal zu sehen, was man denn so alles schafft an einem Tag. Und deswegen habe ich gedacht, ich filme euch mal hier ebenfalls etwas, was ich an einem Tag gemacht habe. Das ist jetzt inzwischen, oh, ich weiß nicht, 1-2 Monate her. Da habe ich dann einen Tag gehabt, wo die Kinder ein bisschen später abgeholt werden mussten, beziehungsweise ich war früher von der Arbeit zurück. Und Alex war nicht da, dementsprechend konnte ich ein bisschen was erledigen und habe dann einfach mal oben auf dem Dachboden angefangen, weil ich unbedingt meine Bücher einordnen wollte. Ich weiß gar nicht warum, es war einfach so ein Tag, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich liebe ja meine Bücher, das habe ich euch ja erzählt. Ich fühle mich einfach tierisch wohl, wenn ich irgendwelche Bücherregale voll mit Büchern sehe. Ja, übrigens war es hier tierisch heiß. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in meinen Wechseljahren oder so. Nun ja, weiter im Thema. Und dadurch, dass ich das Ganze so sehr liebe und ich weiß einfach, dass es mich tierisch beruhigt, wenn ich dann so eine Ecke für mich habe. Momentan ist diese Ecke ja nicht richtig ausgebaut, sondern ich habe wirklich nur die 2 Regale dort. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist ein total schönes Gefühl, auch weil ich halt öfter mal auf dem Dachboden bin, dort dann meine Bücher sofort im Blick zu haben. Deswegen war ich so glücklich, dass ich diese Aufgabe dann wahrgenommen habe, weil es halt wirklich was gebracht hat. Und irgendwann hätte es ja sowieso gemacht werden müssen. Dementsprechend ist es besser, das früher gemacht zu haben als später. Und ihr habt hier vielleicht auch schon ein bisschen gesehen, ich war echt hin und her gerissen, weil ich vorher keinen echten Plan hatte, wie ich hier vorgehen möchte. Ich wusste einfach nur, ich möchte die Bücher einordnen. Und ich habe nicht so das Auge dafür. Ich sehe ganz oft auf Instagram so die Leute, die ihr Bücherregal zeigen. Und die haben es dann total schick gemacht und mit irgendwelchen Dekoartikeln und so. Das seht ihr bei mir nicht. Ich habe es hier ziemlich einfach aufgestellt, für mich mit einer logischen Reihenfolge, hoffentlich. Ich werde euch nachher im Ergebnis dann auch nochmal so ein bisschen was zu erzählen. Nicht zu jedem einzelnen Buch, aber zu Büchern, die mir am Herzen lagen oder irgendwelche Bücher mit einer besonderen Bedeutung. Und ja, nach langem Hin und Her habe ich endlich so eine Methode gefunden, wie ich hier vorgehen möchte. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das so bleibt oder nicht. Ich bin ziemlich sicher, ich werde hier und da noch so ein bisschen was umstellen. Vor allen Dingen, weil ich noch gar nicht alle Bücher in diesen Regalen habe. Das heißt, ich habe noch einige Bücher, die hier nicht sind und die ihr dann hoffentlich irgendwann mal in irgendeinem Aufräumvideo sehen werdet. Aber das ist halt erstmal sozusagen der erste Teil dazu mit den meisten Büchern, die ich da weggepackt habe. Die Regale mit den Büchern haben wir jetzt nun fertig und wie ihr sehen könnt, ist einiges hier drin. Mir fehlen einige Bücher. Ich habe die nämlich ausgeliehen und die sind noch nicht zurück. Ihr seht hier das erste Regal. Das ist alles so mehr New Adult oder auch Romane. Und auf der anderen Seite haben wir so ein paar, ja, ich würde sagen Jugendbücher. Ihr seht es hier so typisch dieses Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrün. Dann haben wir hier die Frostreihe und das sind die Ergänzungen, die dazu kamen. Die hier gehören ebenfalls mit dazu. Da geht es um die Cousine. Also ihr merkt, das ist sozusagen ein Genre. Dann haben wir hier eine Hexenreihe. Ich fand die ganz, ganz toll. Das war der magische Zirkel. Hier haben wir so ein paar Kinderbücher und das magische Auge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da guckt man dann so drauf. Und zwar ganz, ganz nah. Und wenn man sich dann konzentriert und das wegzieht, dann erkennt man da irgendwas drauf. Also sei es ein Symbol oder irgendwas, was drauf geschrieben ist. 2 Bücher davon. Dann habe ich hier noch ein paar Mappen mit Büchern. Die habe ich damals aus der Schule, da habe ich die Bücher damals kopiert. Hier haben wir Finanzbücher. Hier sind so ein paar Kinderbücher. Sowas wie die Insel der blauen Delfine. Das habe ich damals als Kind gelesen. Natürlich Honey und Nanny und so weiter. Hier kommt definitiv noch die Reihe von Harry Potter mit rein. Und ich wollte noch irgendwas kaufen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich habe irgendwas auf meiner Liste stehen. Das ist also sozusagen eher so eine nostalgische Ecke. Beziehungsweise eine Ecke später vielleicht auch mal für die Kinder. Und die andere Ecke dort hinten ist halt eher für mich. Und hier ist übrigens diese Autorin Bianca irgendwas. Ich kann den Namen nicht aussprechen, das tut mir leid. Von ihr sind weitere 2 Bücher, die ich euch übrigens mal vorgestellt habe, weil ich die so sehr geliebt habe. Die habe ich aber momentan ausgeliehen. Und ich habe für sie sozusagen ein extra Fach gemacht, denn ich werde definitiv noch weitere Bücher von ihr kaufen. Sie hat eine absolut tolle Schreibweise. Meine Mona-Kasten-Reihe, ihr wisst, dass diese hier nicht fehlen darf.
etwas, was wahrscheinlich alle von uns zu Hause haben, die After-Reihe und dann die Bücher, die danach kamen. Hier oben drüber habe ich übrigens meine ganz, ganz alte Schreibmaschine. Mit der habe ich als 12-Jährige Geschichten geschrieben. Ich habe es damals geliebt. Das ist eine elektronische, die hat ein Kabel, das man anschließen kann. Hier weiter unten war das erste Buch, was mich so verzaubert hat und das ist Vom Winde verweht. Ich habe mir dann auch die Fortsetzung davon gekauft, beziehungsweise sozusagen die andere Sichtweise vom Mann, deswegen auch Wrath. Ich habe es geliebt. Ein absoluter Klassiker. Ein bisschen zu lang, wie ich finde. Ich bin der Meinung, man hätte nur ein Buch davon gebraucht, wenn man ständig ausgelassen hätte, wie die Prärie gerade ausgesehen hat. Aber naja. Dann haben wir hier unten von Laura Kneidel die Bücher. Ihr wisst, ich habe die absolut nicht gemocht. Deswegen sind sie da so ein bisschen weiter in der Ecke. Hier sind drei Bücher, ja, die ich als Kind gelesen habe. Beziehungsweise als Jugendliche. Und ich habe die alle auf eine unterschiedliche Art und Weise geliebt. Und jeder hatte so seinen eigenen Grund. Declan Doyle, abgeschoben. Das traurigste Buch, was ich damals zu der Zeit gelesen habe. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Würde ich wahrscheinlich immer noch tun, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde. Absolut zu empfehlen. Melissa P. mit geschlossenen Augen haben wahrscheinlich auch viele von uns mit 17, 18 gelesen. Da geht es um das Tagebuch einer 17-Jährigen, die dieses Buch, beziehungsweise ihr Tagebuch, mit 17 Jahren veröffentlicht hat. Und das ist sehr, sehr pikant. Also da... Das geht eher in die erotische Richtung. Und dann haben wir hier ebenfalls einen Klassiker, die Outsider. Oh Gott, auch da habe ich geweint. Aber das war mal was ganz anderes, weil es hier um eine Jungs-Clique ging und nicht um diese typischen Mädchengeschichten. Vielleicht habe ich es deshalb so sehr genossen. Deswegen liegen die da so ausgebreitet. Das alles wird sich nochmal ändern, wenn die ganzen anderen Bücher noch dazukommen. Dann haben wir hier die Shades of Grey-Reihe und auch noch die Fire After Dark. Ich, ganz ehrlich, ich fand das... Waren dieselben Bücher? Ich sehe gar keinen Unterschied. Ich könnte euch keinen Unterschied nennen, denn die waren wirklich absolut identisch. Hier in diesen zwei Reihen sind die Bücher, die ich mir vor kurzem erst geholt habe, die ich aber noch nicht gelesen habe, bin ich der Meinung. Ich glaube, die habe ich euch auch mal in irgendeinem Haul gezeigt. Dann haben wir hier unten die Bücher von V.C. Andrews. Ihr wisst ja, ich glaube, ich habe das erzählt. Ich habe ihre Reihe geliebt. Hier fehlt übrigens ein Buch. Das ist wahrscheinlich unten. Und zwei gab es dann sozusagen nochmal zusätzlich dazu. Das hat mir eine ganz, ganz liebe Dame geschenkt bei eBay Kleinanzeigen. Die hat sie nämlich verschenkt. Und ich hatte das große Glück, die zu bekommen. Hier sind ein paar Bücher aus meiner Jugend. Und hier sind einfach irgendwelche Bücher. Das ist so eine Zusammensetzung aus einigen. Alle habe ich gelesen, weiß aber um ehrlich zu sein nicht mehr, wie ich die fand. Und nicht ganz so meinem Genre entsprechend. Und deswegen, ja, kamen die da hinten hin. Wenn ich dann später mal hier auf der gegenüberliegenden Seite sitze und mir dann diese Ecke so angucke, dann weiß ich ganz genau, ich werde inspiriert. Deswegen freue ich mich da schon drauf. Und wir haben definitiv ein paar Kisten weniger. Dann ging es weiter an Emmas Zimmer. Und wir stehen ja jetzt kurz vorm Winterwechsel, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich gedreht habe, wurde das Wetter um einiges kühler. Und da wusste ich, ich muss Emmas Sachen durchgucken, um irgendwelche Jacken für sie rauszuholen, die etwas dicker sind. Und ja, Emma, Emmas Zimmer sieht jetzt ganz anders aus. Das ist echt merkwürdig, das so jetzt wieder zu sehen mit den alten Möbeln da drinnen. Ich denke, es dauert noch 2-3 Videos und dann seht ihr Emmas aktuelles Kinderzimmer, was ebenfalls noch nicht komplett fertig ist, aber zumindest schon anders aussieht als dort im Bild. Und ihr könnt vielleicht erkennen, Emma hat super, super viel Zeug. Vor allen Dingen Jacken. All das, was ich dort ausgepackt habe, waren bislang Jacken und es werden immer mehr und immer mehr. Ich hatte das schon ein paar Mal erzählt. Ich bekomme die ganze Kleidung von meiner Cousine, also von ihrer Tochter. Und dementsprechend sammelt sich halt einiges an. Ich habe hier auch nochmal was von der Frau meines Cousins, die dann was abgegeben hat. Und deshalb ist es halt so viel. Ich habe für euch nicht alles aufgenommen, weil ich zwischendurch wirklich so ein richtiges Tief hatte, wo ich gar nicht wusste, wie ich da vorgehen möchte. Emma musste total viele Sachen anprobieren, weil ich einfach unsicher war, ob die Größe ihr gerade noch passt oder nicht. Denn das werdet ihr vielleicht auch kennen. Mit Jacken ist es nun mal so, da hat man vielleicht eine andere Größe als bei den normalen Klamotten und deswegen wollte ich die unbedingt vorher anprobiert wissen. Deswegen musste Emma dann auch ins Bild und dann habe ich irgendwann einfach aufgehört zu filmen. Und das ist sozusagen der letzte Stand für euch gewesen. Und dann war das jetzt so der letzte Punkt, dass ich mich dann an die Wäsche gemacht habe. Ihr wisst, wir haben einiges an Wäsche. Das ist so mein übliches Problem, ne? Manchmal hält sich das ganz gut und dann habe ich wieder Tage, wo es das nicht ist. Das war mal wieder so ein Nicht-Tag. Und ich weiß gar nicht, ob ich das im ersten Schritt gemacht habe und euch jetzt einfach am Ende eingefügt habe oder ob ich das tatsächlich als letztes in Angriff genommen habe. Aber ihr konntet vielleicht erkennen, ich hatte dort 5 Wäscheständer voll mit frischer Wäsche an diesem Tag. Das ist eine Sache, die passiert in letzter Zeit immer wieder.
Normalerweise habe ich das ja ziemlich gut im Griff gehabt und war so auf 3 Wäscheleien am Tag, beziehungsweise in der Woche waren es dann, glaube ich, 9 Wäscheladungen. Jetzt sind wir definitiv wieder bei etwas mehr und mit etwas meine ich wirklich viel, viel mehr. Aber immerhin geht es voran. Und dadurch, dass wir jetzt natürlich auch von der einen Saison in die nächste gewechselt haben, ist es nötig gewesen, ein paar Jacken durchzuwaschen. Ich habe ja noch einiges auf dem Dachboden durchsortiert und Alex hat was fürs Verkaufen rausgelegt. Dann haben wir dann auch festgestellt, oh, hier ist nochmal ein Fleck und da ist nochmal was. Das musste dementsprechend dann auch nochmal gewaschen werden. Deswegen hatte ich halt in letzter Zeit so viel und das nimmt einfach nicht ab, denn jetzt habe ich mich an unsere Klamotten gemacht. Das heißt, wir wechseln jetzt auch in die Wintersachen. Dementsprechend ist da jetzt auch wieder was. Das heißt, euch erwartet in nächster Zeit hoffentlich auch wieder sehr, sehr viel Aufräummotivation und auch viel Wäschemotivation. Ansonsten ist der Vorgang wie üblich und wie jedes Mal. Ich sortiere meine Wäsche nach Farben. Ich liebe es einfach und ich glaube auch nicht, dass ich damit aufhören kann, weil das halt einfach schon so drin ist. Und ich muss sagen, mich stört es gar nicht so sehr. Ich wünschte, ich hätte ein etwas anderes System, was irgendwie besser klappen würde. Oder dass ich ein bisschen mehr Platz im Hauswirtschaftsraum hätte, dass wenn alle 5 Wäscheleien wirklich voll sind, dass ich dort trotzdem mal die Wäsche sortieren kann. Das funktioniert nur leider nicht. Aber immerhin, ich denke, besser so als gar nicht. Ich brauche mich nicht beschweren, in der Wohnung hatten wir gar keinen Platz und da habe ich es auch irgendwie hinbekommen. Also ja. Und ich glaube, ich hatte euch meine ganzen Farbkombinationen schon erklärt und wie ich da vorgehe. Sowas wie Jeans und sowas drehe ich auf links, auch T-Shirts und Pullover oder ähnliches, was irgendwie vorne Aufdruck hat, auch das drehe ich auf links, bevor ich es in die Wäsche tue, damit dieses Bild, was da drauf ist, einfach nicht beschädigt wird. Das hatten wir nämlich schon sehr, sehr häufig. Und bei Jeans ist es wohl auch besser. Ich hatte eine Jeans, die habe ich dann nicht so gewaschen, ja, und die hat dann irgendwie komische Muster geworfen. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Und anschließend, wenn ich dann nach Farben sortiert habe, verteile ich die Wäsche, also die farblich sortierte Wäsche, in die einzelnen Wäschesäcke. Für mich sind das halt Wäschesäcke, weil ich sie dafür benutze. Und packe sie dann einfach ganz, ganz schnell beim nächsten Mal wieder raus und habe dann eine ganze Waschladung. Und so ist das Ganze halt einfacher. About to leave, already packing, come with me. Und ansonsten war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, diese kleine Motivation hat euch was gebracht und das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get over.